Mittwoch, 27.12.2017, 17.14 Uhr, Drucken Nutzungsrechte Feedback IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.AD, Brandet-Schandl-Teaser, gleich zu Anfang das Wichtigste, Schlacken gibt es nicht im Körper. Zwischen Mittag und Abendessen ein bisschen Detoxen mit geschreddertem Obst und Gemüse. Unmöglich. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sind Giftstoffe und schädliche Ablagerungen, die sich im Körper ansammeln und die man dann mit irgendwie entgiftenden Stoffen ausschwemmen müsste, ein Mythos. IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.AD, Outstream, IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.AD, Mitte-1, vielmehr erledigt der Körper solche Arbeiten selbst. Autophagie heißt der Mechanismus, für dessen Erforschung 2016 der Nobelpreis für Medizin verliehen wurde. Die Zelle entledigt sich schädlicher Stoffe und schleust sie aus, einer Art Selbstentgiftungsmechanismus. Das Prinzip wird von Insulin gehemmt, also durch ständiges Essen. Was also durchaus helfen kann, eine Weile nichts essen. Das allerdings fällt den meisten schwer. Dabei braucht es nicht unbedingt eine strenge Fastenkur. Sie ist ohnehin nicht nachhaltig, wenn man den Rest des Jahres ungesund weiter isstallt. Stattdessen mehren sich inzwischen die Hinweise, dass bereits längere Essenspausen im Tagesverlauf die Zellen zum Entrümpeln anzuregen. Die Rede ist vom Intervallfasten. Fasten über Nacht dankbar ist bei dieser Methode etwa, 8 Stunden normal zu essen und 16 Stunden zu fasten. Isstallt man etwa abends um 8 die letzte Mahlzeit und verzichtet dann bis zum nächsten Mittag aufs Essen, hat man diese Zeit relativ schnell überbrückt. Bei anderen Methoden wird an 2 Tagen in der Woche gefastet oder abwechselnd ein Fasten und ein Tag mit normales Essen eingelegt. IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.AD, Mitte-2, war Kriteo gleich Kriteo, Kriteo Events gleich Kriteo Events plus H, Function, Kriteo Displacceptable ADI Fat blocked, Zunight, 458539, Containerit, CRT 4183 FF44, Override Zone Fluor, False, vor allem die 16:8 Variante hat den Vorteil, dass man sie im Vergleich zu Fastenkuren, bei denen man vollständig auf feste Nahrung verzichtet, länger oder sogar dauerhaft durchhalten kann, glauben Experten. Gelegentliche Schummeltage, etwa, wenn es ein besonders tolles Frühstück gibt, sind dabei erlaubt. In der 16-stündigen Fastenzeit müssen die Zellen auf ihre eigenen Reserven zurückgreifen. Dabei bauen sie funktionslose Proteine und andere Zellbestandteile ab. Zudem verwertet der Körper eingelagertes Fett, um Energie zu gewinnen. Das könnte das Risiko für Krebs und neurodegenerative Krankheiten wie Demenz verringern, hoffen Forscher. Abschließend erforscht ist das allerdings noch nicht. Die größte Herausforderung beim Intervallfasten ist, sich zu Beginn an den geänderten Essensrhythmus zu gewöhnen. Laut Experten dauert es ungefähr 2 Wochen, bis das Hungergefühl in den Essenspausen ausbleibt. Mehr zum Thema Intervallfasten: nach 2 Wochen ist der Hunger weg, Detox reinigt die Gefäße nicht, IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.AD, Mitte-4, Hoffnung auf Entgiftung durch Säfte, schon Kost und Abführen braucht sich dagegen niemand zu machen. Dass man mit dem Fasten Gefäße sauber kriegt oder den Darm reinigen kann, ist Quatsch, sagt Andreas Pfeiffer, Ernährungsmediziner und Diabetologe an der Berliner Charité.